Es ist natürlich jetzt etwas schwierig, nach den brillanten Vorträgen zu gesellschaftlichen Fragen von Frau Kelle und von Herrn Dörflinger jetzt auch noch eine Schicht Brüsseler Erfahrung hinzuzufügen. Ich entschuldige mich nicht dafür, in Brüssel zu arbeiten. Ich bin kein Beamter der europäischen Institution. Ich schicke das voraus. Ich schicke auch gleich voraus, dass das Thema, das Sie mir gestellt haben, schwierig zu bearbeiten ist. Denn Familienpolitik ist keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Und genau das macht es so wahnsinnig schwierig, weil die Europäische Union ja im Grunde genommen nichts anderes tut, als soziale Steuerung voranzubringen. Und zwar seitdem sie besteht. Erinnern Sie sich daran, dass in den römischen Verträgen das Ziel der Anpassung der Lebensverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten bereits in der Präambel des Verfassungsvertrages eingefügt wurde. Und was bitte ist denn die Anpassung von Lebensverhältnissen? Es ist soziale Steuerung, es ist Sozialordnungspolitik vor dem Hintergrund des gemeinsamen Marktes, den es damals gab. Im Grunde genommen macht die Europäische Union im Bereich der Familienpolitik oder in den Politikbereichen, die die Familie betreffen, genau das, was Herr Dörflinger gerade gesagt hat. Es ist eine staatlich geförderte Unmündigkeit und Unfreiheit mit Glücksversprechen. Im Grunde genommen ist das mit dieser Steuerung genauso, mit der Angleichung der Lebensverhältnisse, genauso wie in der Wirtschafts- und Fiskalpolitik mit der Angleichung der Wirtschaftskraft von Volkswirtschaften. Sie verstehen den Vergleich? Wie kann man Volkswirtschaften angleichen? Indem man den Wechselkurs ändert oder abschafft. Und wie heißt die Abschaffung des Wechselkurses zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften? Euro. Um das zu tun, jetzt können Sie auch mal klatschen. Um das durchzuführen, um die soziale Steuerung, um die Angleichung von Lebensverhältnissen durchzuführen, hat sich die Europäische Union ein umfangreiches Arsenal von juristischen und politisch-institutionellen Möglichkeiten gegeben. Grundsätzlich handelt es sich in der Familienpolitik oder in den Teilbereichen, die die Familie betreffen, um Arbeitsmarktpolitik. Und das ist genau das große Problem. Der Begriff Vater und Mutter, den gibt es nicht im Vertragswerk. In 1200 Seiten europäischem Vertragswerk und in unzähligen 10.000 Seiten des gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes kommt das Wort Vater und Mutter nicht vor. Und demzufolge können wir dafür auch keine Politik machen. Aber es gibt den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin. Und demzufolge geht es um Mann und Frau als Arbeiter und nicht als Eltern und hier wiederum ganz besonders um die Frau. Und das, was Frau Kelle gerade gesagt hat, kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung nach 15 Jahren Europäischem Parlament in Brüssel nur bestätigen. Wir brauchen die Frau. Und zwar die Frau im gebärfähigen Alter, zwischen 19 und 49 Jahren. Sie soll schnell und gut ausgebildet sein und schnell und relativ zügig viele Kinder bekommen. Das heißt, es streiten sich mehrere Politikbereiche, mehrere Generaldirektionen in der Europäischen Kommission um genau dieselbe Zielgruppe, nämlich die Frau im gebärfähigen Alter, die möglichst viele Kinder bekommen soll, aber gleichzeitig auch noch Karriere machen soll. Das beste Beispiel, was ich bei diesen Gelegenheiten immer angebe, ist die Richtlinie zum Mutterschutz. Sie wissen ja genau, dass in Deutschland der Mutterschutz ja unterdessen auch durch die Europäische Kommission und die Europäische Union geregelt wird. Das ist an sich auch nichts Falsches. Aber wissen Sie, wie der Titel dieser Richtlinie heißt? Es geht hier um die Richtlinie zum Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz. Also ich habe Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz. Das ist der Titel, um europaweit im Arbeitsmarkt zu regeln, wie viele Tage vor und nach der Geburt eine Frau zu Hause bleiben darf. Das ist die Situation, die Familienpolitiker in Europa erleben. Dann soll die Frau beruflich Karriere machen, ohne dass jedoch der Karrierebegriff für Frauen und Mütter anders als mit Quote definiert wird. Wahlfreiheit ist politisch gar nicht gewollt. Sie können Petitionen schreiben, solange Sie wollen. Es ist politisch nicht gewollt, weil nicht sein kann, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Und das geht weiter bis zur U3-Absicherung in Kindergartenplätzen. Das kommt ja auch aus Brüssel. Das heißt, Strategie von Barcelona und zielt darauf ab,
dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union es den Frauen erlauben, nicht mehr ihre Zeit damit zu vergeuden, Kinder zu Hause zu erziehen, sondern ihre Kinder abgeben zur Fremderziehung. Und es ist für mich, ich bin in der DDR groß geworden, 80 Kilometer weiter im Spreewald, in Lübbenau. Und es ist für mich erstaunlich, wenn ich heute diese Politikentwicklung in der Europäischen Union beobachte, wie beratungsresistent Europakommissare und auch Mitglieder des Europäischen Parlaments sind. Denn seit Karl Marx, Lenin, dem real existierenden Sozialismus oder der von der SPD geforderten Lufthoheit über den Kinderbetten, ist ja die Barcelona-Strategie nur die normale Fortführung. Das stellt keiner in Frage. Ich habe das mal gemacht im Ausschuss. Ich hatte die große Freude, 5 Jahre lang das Büro der Vorsitzenden vom Frauenausschuss zu leiten. Und mir fiel in der Bibliothek ein Band in die Hand, da ging es um die vorbereitenden Arbeiten zum kommunistischen Manifest. Die vorbereitenden Gedanken. Und da gab es einen Paragraph zur Familie. Da stand das genauso drin. Das Kind gehört nicht der Familie, sondern dem Staat. Die Frau muss freigesetzt werden als Arbeitskraft. Das Kind muss frühzeitig erzogen werden, um ein guter Staatsbürger zu werden. Und so weiter. Ich habe das einfach mal kopiert und in die Mappe reingelegt für meine Mitglieder des Frauenausschusses. Das ist denen gar nicht aufgefallen. Vor 20 Jahren, 1992, hat ein Amerikaner einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, Gary Becker. Und er hat den bekommen für wahnsinnig dramatische Statistiken. Diese Statistiken waren einzig und allein dazu da, um aufzuzeigen, wie Hausfrauenarbeit, unsichtbare Tätigkeit von Müttern, Großmüttern, Tanten zu Hause, das Bruttosozialprodukt einer jeweiligen Volkswirtschaft maßgeblich bereichern. Das hat er nicht einfach nur so auf dem Bierdeckel ausgerechnet wie eine Steuererklärung. Da waren jahrelange Forschungsergebnisse dahinter und zum Lohn bekam er dafür einen Wirtschaftsnobelpreis. Das Problem ist also heute, dass wir ganz genau wissen, wie wir es berechnen können, wenn eine Mutter mit 4 Kindern zu Hause sitzt. Ich sehe Frau Leminski im Publikum. Wenn eine Mutter von 10 Kindern über Jahrzehnte lang zu Hause ist, die tut doch nicht nichts. Sie hat ganz effizient und jede Frau und Mutter hat ganz bewusst, ganz nachweisbar zum Bruttosozialprodukt beigetragen. Der Witz geht noch weiter. Die OECD hat vor 2 Jahren eine Studie herausgebracht zu eben diesem Thema. Der Titel der Studie war Backen, Kochen, Bügeln, wie Hausarbeit zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Das heißt, für Wirtschaftsleute, die mit Zahlen hantieren, mit Wirtschaftsexperten, die Statistiken aufbauen, für die ist schon lange klar, dass eine Mutter zu Hause nicht ihre Zeit absitzt. Das ist ein Wirtschaftsfaktor. Und ich denke, das könnte für die anhaltende Debatte über das Familiengeld in Deutschland auch eine gute Idee sein für Statistiker, um mal aufzuzeigen, was eine Frau zu Hause eigentlich erwirtschaftet gegenüber dem, was der Staat zurückzahlt. Und Sie werden sehen, das wird eine große Überraschung. Jetzt möchte ich noch kurz über den juristischen Rahmen reden, weil das auch ganz interessant ist. Es wurde ja gerade gesagt, dass die Eltern in der Politik weiter gar nicht vorkommen. Jetzt möchte ich Sie nicht fragen, ob Sie schon mal eines der interessantesten Werke der neueren Zeit gelesen haben, nämlich die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Sollten Sie mal tun. Da steht zum Beispiel drin, da steht was über Kinderrechte drin. Aber nicht etwa im Zusammenhang mit der Familie, nicht etwa im Zusammenhang mit Mutter und Vater, sondern als eigenständiges Kapitel im Bereich Gleichheit. Als wenn ich bin gerade seit 1 Jahr und 3 Wochen verheiratet mit einer Frau, ich hoffe, das stört Sie nicht. Wir haben also noch keine Kinder. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie kommen jetzt nach Hause und sagen zu Ihrem 10-jährigen Knirps, ab ins Bett. Und dann zieht er Ihnen die Grundrechtecharta vor und sagt, hey, ich habe meine Rechte. Und dann werden Sie sagen, ja, ich aber auch. Und dann sagt Ihnen Ihr Kind, nein, das stimmt nicht. Und damit hat er recht. In der Grundrechtecharta der Europäischen Union werden Kinderrechte behandelt, ganz ausdrücklich und ohne Eltern dabei zu erwähnen. Und das hat danach ganz praktische Auswirkungen. Da, wo es eine Rechtsgrundlage gibt, können auch Politikbereiche aufgebaut werden. Und deswegen hat zum Beispiel die Europäische Union eine europäische Strategie für Kinderrechte aufgebaut. Da gibt es unterdessen 3 oder 4 Mitteilungen der Kommission.
die ich immer mit großer Freude lese. Und es ist ganz spannend, wenn Sie dann mal die Kontrolltaste nutzen und den Begriff Vater oder Mutter eingeben oder Eltern. Da werden Eltern exakt viermal erwähnt, in vier Zusammenhängen. Als Ausländer mit Integrationsproblemen, als Alkohol- oder Drogenabhängiger, als gewalttätig oder als dauerarbeitslos. Bon, Herr Oldenburg, Sie sind, ich weiß nicht, wir wollen jetzt nicht den Test machen, wer sich von Ihnen zu welcher Gruppe zugehörig fühlt. Nein, das erscheint uns lustig. Das sind knochenharte Verhandlungspositionen. Wer sowas in Brüssel verhandelt, der wird ausgebuht, wenn er sagt, passen Sie mal auf, es gibt auch noch die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist einem Parteikollegen gegangen, Martin Kastler, ein junger Abgeordneter von der CSU aus Bayern. Der wurde in der Fraktionssitzung als homophob angesehen, in der EVP-Fraktion. Nur weil er gesagt hat, ich bin nicht mehr bereit, das mitzumachen. Ich verlange, dass unsere christdemokratische Fraktion hier einen ordentlichen Stand einnimmt. Und es gibt auch noch die Ehe zwischen Mann und Frau, die immerhin für 90% der Bevölkerung in der Europäischen Union das der Wertmaßstab ist. Und da wurde er ausgebuht. Eine zweite Sache, die wahnsinnig interessant ist in diesem juristischen Rahmen, ist ja die Geschichte der Grundrechte. Die Geschichte der Antidiskriminierung in der Europäischen Union, das ist keine Erfindung von heute. Die gab es bereits im Artikel 219 der römischen Verträge und der sah vor zwei Mobile für die Antidiskriminierung, nämlich aufgrund der Nationalität und des Geschlechts Mann und Frau, das heißt gleicher Lohn und für gleiche Arbeit. Und das war in der damaligen Zeit auch verständlich, denn man wollte ja gerade die Arbeitnehmerfreizügigkeit fördern und da war natürlich die Benachteiligung aufgrund des Reisepasses hinderlich. Heute gibt es zwei Benachteiligungsmobile, die wahnsinnig spannend sind, nämlich die sexuelle Orientierung und das Geschlecht. Und da zeigt sich wieder, wie die Europäische Union heute vor dem Maßstab des gemeinsamen Marktes zu der größten Manipulation der sozialen Steuerung in der Lage ist. Was passiert denn, wenn ein Staatsbürger sexuell neutral ist? Was passiert denn, wenn man ihm sagt, es gibt nicht mehr Mann und Frau? Was passiert denn, wenn man Männern sagt, dass sie Kindergärtnerin werden können und Frauen Panzergrenadiere? Dann gibt es auch keine Selbstbestimmung mehr und dann kann man auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau entweder per Kabinettsbeschluss oder durch eine Verordnung wegverordnen. Und das ist das, was die Europäische Union macht. Und das umso mehr, das zieht wieder auf das, was Frau Kelle gesagt hat, weil wir eben jeden für den Arbeitsmarkt brauchen. Und das ist das, was ich anfangs sagte. Familienpolitik in Europa ist Arbeitsmarktpolitik. Wir brauchen Arbeitnehmer. Und es kann nicht sein, dass sich Frauen deswegen vor der Arbeit drücken, weil sie möglicherweise von Zeit zu Zeit einen dicken Bauch haben, was Männer nicht haben. Da wird die Natur wegverordnet. Ich meine jetzt dicken Bauch im Sinne von Schwangerschaft. Zu den institutionellen Fragen. Diese Fragen, die Familienpolitik betreffen in Brüssel, werden von zwei Kommissaren im Wesentlichen betreut, nämlich Frau Reding und Herrn Andor, der einen bei der Grundrechte und Innenpolitik und Herr Andor für die Arbeitsmarktpolitik. Bei mir im Europäischen Parlament ist es der Frauenausschuss und der Ausschuss für Arbeit und Soziales. In beiden Ausschüssen und in beiden Generaldirektionen gibt es ein großes Prinzip, wenn Mitteilungen der Kommission vorgelegt werden. Das ist die Umweltauflagen, nicht wahr? Die Umweltverträglichkeitsprüfung. Und deswegen, was jedoch nicht gemacht wird, ist über eine Familienverträglichkeitsprüfung zu sprechen. Und ich lade Sie ein, weil wir morgen den Internationalen Tag der Familie feiern, fragen Sie das doch mal an. Warum wird überall in der öffentlichen Hand eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, aber keine Familienverträglichkeitsprüfung? Im Grunde genommen sind Kröten und Birkenbäume besser geschützt als Kinder und die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist die Situation in der Politik. Ich habe das Problem gerade vor zwei Wochen gehabt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Da ging es nämlich um die Rentenfrage. Wir beraten jetzt natürlich auch vor dem Hintergrund der Demografie über die Zukunft der Rentensysteme in der Europäischen Union. Berichterstatter waren beides Christdemokraten. Einer aus Deutschland, einer aus den Niederlanden. Glauben Sie, da stand was drin über die Anerkennung von Erziehungsleistungen für die Rente? Nichts. Wochenlange Schlachten mit Änderungsanträgen, die witzigerweise auch noch von den Liberalen aus Belgien und von den Grünen aus den Niederlanden kamen.
drollige Konstellation teilweise, das mag sein. Was mich aber erschüttert hat, ist, dass es eines großen Kampfes bedurfte im Europäischen Parlament, damit die ganz normale Frage der Anerkennung von Erziehungsleistungen für die Rente irgendwo berücksichtigt wird. Das wird von vornherein ausgeklammert. Die Europäische Union, um diese Politik durchzusetzen, erhält sich natürlich auch Agenturen und eine der meiner liebsten Agenturen ist die Grundrechteagentur in Wien. Dort wird dagegen Familie gearbeitet, weil es immer um die Gleichstellungsfrage geht zwischen Mann und Frau und auch um die Einhaltung des Prinzips der sexuellen Orientierung. Am 17. Mai, in 2 Tagen, wird diese Grundrechteagentur gemeinsam mit der europäischen Plattform der Schwulen und Lesben, ILGA, eine Studie vorstellen, in der es über Homophobie in Europa geht. Und wir wetten jetzt, ich komme gerade aus der Slowakei, ich hatte da eine UNO-Konferenz, ich habe wunderbaren slowakischen Wein getrunken, ich biete Ihnen an als Wette eine Kiste slowakischen Weins. Ist kein Witz. Wetten, dass in den Medien morgen nichts Bewegendes über den Internationalen Tag der Familie steht und am 18. Mai die Blätter voll sein werden mit Ergebnissen der Studie über Homophobie, die von der Grundrechteagentur der Europäischen Union völlig selbstreferenziell mit 90.000 Personen von 500 Millionen in der Europäischen Union durchgeführt wurde. Wetten wir? Finanziert übrigens von Ihren Steuergeldern. 90.000 Personen, an der Umfrage durften nur Personen teilnehmen, die vorher angegeben haben, dass sie homosexuell sind. Ich habe das mal versucht. Ne? Ich bin erst durchgegangen, habe hetero geklickt, bin natürlich rausgeflogen, da habe ich homo geklickt und konnte weitermachen. Das macht die Europäische Kommission. Und das Problem ist nicht, dass man es nicht weiß, sondern dass es geschieht und niemand im Grunde genommen weiß, was man dagegen tun kann. Letztes Beispiel. Übrigens gibt es da noch 2 andere Plattformen. Das eine ist die COFACE. COFACE ist die Europäische Plattform für die Familie. Wurde vor 50 Jahren gegründet, hat den Vorteil, dass sie nicht definiert, was Familie ist. Wird von der Europäischen Kommission mit mehreren Millionen Euro finanziert und ist der Hauptansprechpartner für familienpolitische Belange in der Europäischen Union. Die andere Plattform ist die Europäische Frauenlobby, European Women's Lobby, Lobby Europäer, voilà. Da ist der Deutsche Frauenrat Mitglied. Die machen ganz offen mit Steuergeldern Stimmung gegen Zuständigkeitsbereiche, die gar nicht in den Bereich der Europäischen Union fallen. Das heißt, die werden von der Europäischen Kommission bezahlt, um die Drecksarbeit zu machen, um Statistiken vorzubereiten, Umfragen zu machen, die Stimmung vorzubereiten, damit, wenn die Europäische Kommission dann fertig ist, gewisse Gesetzesvorschläge einfach durchgehen, weil man sich schon längst an den Grundtenor gewöhnt hat. Ein Beispiel, was mich sehr betroffen gemacht hat vor einer Woche, war, dass ich erfahren habe, dass Frau von der Leyen's Star-Projekt während der deutschen Ratspräsidentschaft sang- und klanglos weggebombt wurde. Während der deutschen Ratspräsidentschaft hatte Frau von der Leyen die Allianz für Familien ins Leben gerufen. Das war 2007. Ich erinnere mich noch, wie wir damals aufgeschrien haben und gesagt haben, bitte macht es nicht, es bringt nichts, es ist keine Zuständigkeit der Europäischen Union. Und mit all den unterschiedlichen Zuständigkeiten werden wir keine Allianz für Familien lebensnah gestalten können. Als ich in der letzten Woche auf die Webseite ging, um eine Rede vorzubereiten in der Slowakei eben, gab es die Allianz für Familien nicht mehr. Das heißt jetzt Netzwerk für das Wohlergehen der Kinder. Dann habe ich kurz in der Kommission angerufen, bei dem Abteilungsleiter, der das früher gemacht hat, und sie sagte mir, ja, in der Tat, die gibt es nicht mehr. Es war politisch nicht mehr gewollt, eine europäische Allianz für Familien zu haben. Aber wir konnten es ja nicht sofort sagen. Wir mussten erst mal warten, dass die deutsche Ratspräsidentschaft ausreichend in Vergessenheit gerät, damit wir das Projekt von Frau von der Leyen jetzt absägen können. Jetzt fragen Sie mich, was kann man dagegen tun? Eine Hoffnung ist natürlich die nächsten Europawahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 die 5%-Hürde für die Europawahlen abgeschafft. Ich kann Ihnen versichern, ich denke, Herr Dörflinger kann vielleicht was dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass die großen Parteien sich das so einfach gefallen lassen, dass jetzt jeder, der 4.000 Unterstützungsunterschriften sammelt, ganz einfach ins Europaparlament kommt, weil er dann 200.000 Stimmen irgendwo bekommt. Es wird also sicherlich noch gemauschelt und auch sicherlich hier wird die Politik wieder ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlgerechtigkeit umgehen. Das ist auch verständlich, das ist nicht mal böser Wille. Es ist verständlich, weil die brauchen die Plätze, um ihre Leute zu versorgen. Das Problem ist aber nur, dass gerade in so hochsensiblen Bereichen, wo nicht verhandelbare Positionen besprochen werden, und zwar nicht verhandelbar, weil sie nicht ein bisschen lebendig sind oder ein bisschen tot sind,
nicht weil Kompromisse möglich sind, ob ja oder nein sie schwanger sind. Nicht verhandelbar, weil es sich um die essentiellen Probleme unseres Zusammenlebens handelt. Da fehlen Leute, die diese Positionen gebildet, glaubhaft und eloquent vertreten können. Wenn also hier in dem Raum sich Leute angesprochen fühlen, sich für die Europawahlen zu bewerben, ist das kein Missverständnis. Ich möchte aber noch ganz kurz ein gutes Beispiel sagen und ich bin sehr froh, dass heute Abend ein Franzose den Weg hierher gefunden hat, der Vorsitzende der Europäischen Katholischen Familienverbände, Antoine Renard. Ich sag das deswegen, weil die Arbeit, weil die Europäische Föderation der katholischen Familienverbände das einzige Lobbygremium ist, das dauerhaft ein Büro in Brüssel unterhält mit einer sehr charmanten Geschäftsführerin, die Arbeit der Vertretung der Familien täglich dort übernimmt. Die sind nicht von der katholischen Kirche finanziert. Ja, Sie dürfen ruhig klatschen. Es gibt viele, die gerne möchten, aber die sind die einzigen, die erkannt haben, und das geht auf Elisabeth Bussmann zurück, die deutsche Vorsitzende des Familienbunds der Katholiken, die gesagt haben, wir brauchen ein ständiges Büro in Brüssel, das einmal als Antenne und als Radar und als Frühwarnsystem funktioniert, damit wir wissen, was dort passiert, aber gleichzeitig auch, damit wir jemanden haben, der unsere Interessen bei den deutschen Abgeordneten vertreten kann. Und wissen Sie, wie die das finanzieren? Das ist nicht die Geheimbank des Vatikans, keine Angst. Die haben ganz einfach gesagt, zum Beispiel in Frankreich, für jede Familie, die sich von den Europafragen angesprochen fühlt und jede Familie, die versteht, dass die Gefahr im Grunde genommen heute von der Europäischen Union ausgeht für die Familie, jede Familie soll 1 Euro im Monat zahlen. 1 Euro, das ist in Frankreich etwa eine Weißbrotstange. In Deutschland wäre das vermutlich ein Tetrapack Apfelsaft. Und es ist erstaunlich, was da zusammenkommt. Und das ist also auch ein Nachdenkenswert für unsere Runde hier. Wenn alle Familien, die in den verschiedenen Netzwerken sind, 1 Euro im Monat abgeben für eine Kiste Apfelsaft, nur dass diese Euro dann speziell für die Lobbyarbeit in Brüssel zugutekommt, dann kommt da ein richtiger Berg zustande. Und das wird... Und ich darf Ihnen versichern aus meiner Arbeit im Parlament, dass diese Arbeit von Lobbyorganisationen dringend benötigt wird. Das ist nicht, aber es ist auch nicht, um dort Leute hinzuschicken, die man in Deutschland nicht mehr will. Lobbyarbeit in Brüssel ist eine hochspezialisierte Arbeit geworden, gerade in diesen vielschichtigen Bereichen wie der Familienpolitik. Also denken Sie darüber nach, wir brauchen Ihre Hilfe und das ist auch deswegen, weil zum Beispiel wie bei mir im Europäischen Parlament die Abgeordneten gerne möchten, aber dann doch wieder zurück in den Wahlkreis müssen. Und unter Umständen ist ein Termin mit der Freiwilligen Feuerwehr wichtiger, als noch einmal ganz genau die Abstimmungsliste durchzugehen für den nächsten Tag im Ausschuss. Und das ist auch unser Schicksal und da haben auch wir was in der Hand, um eben in Zukunft sagen zu können, wir wollen das, was gemacht werden kann. Und es kann nicht sein, dass die Devise geht in der Europäischen Union, es darf nicht sein, was nicht sein kann. Diese ideologischen Lasten dürfen wir ganz getrost über Bord werfen, damit die Europäische Union auch wieder familienfreundlich wird. Vielen Dank.